Die Lizenzen liegen alle bei Nintendo. Vancouver 2010. Olympische Spiele. Na, da wisst ihr schon, was kommt. Sega. Und damit, ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Degelad, zu einem neuen Adventskalender natürlich mit dem Zwergenfürst. Heute mal wieder ein wundervolles Spiel mit einem wunderbaren Soundtrack. Ja, leider viel zu selten erwähnt. Es gibt eine ganze Reihe davon, eine ganze Spielereihe. Ich habe leider nur Vancouver 2010. Ich würde mal sagen, wir wählen meine Datei aus und starten direkt mal. Ja, wir machen den Einzelspieler. Ein Multirundenspiel im 5-Runden-Match. Spiele 5 Disziplinen, beste Gesamtpunktzahl gewinnt. Ja, das sind die 5 Disziplinen, die wir heute mal antesten werden. Es gibt ja auch diese Traumdisziplinen, das sind die 2 grünen hier, die werden wir heute auch mal testen. Na dann, auf geht's. Nein, das wollte ich nicht entfernen, Biotonon noch mal dazu. Supi! Oh, hier können wir einen Charakter wählen. Ja, der Soundtrack ist herrlich. Ja, vielleicht werde ich irgendwann mal eines Tages das Let's Play bringen. Ja, ich scroll hier einmal die ganzen Charaktere durch. Sonic ist auch mit dabei, die Sonic-Sparte vertreten. Ja. Obwohl ich keinen Sonic gespielt habe, mich in dem Sonic-Universum gar nicht auskenne, war Metal Sonic und der Shadow doch immer meine Spezialisten, meine Fans. Also, die habe ich immer gerne genommen. Also nehme ich auch diesmal. Ich glaube, die waren böse, vor allem der Shadow. Aber ich will dich, Shadow! Ich bin mit Sonic in einem Spiel. Ben Plus, okay. Heiße Ben Plus. Ja, ist klar. Dann spielen wir mal Bob. Mit dem Steuerkreuz und den Buchstabentastern. Ich hätte vielleicht mal einen Übungsteil nehmen sollen, aber ja, gut. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Wir spielen einfach. Will ich das denn drücken? Unten und B, unten und B, unten und B, unten und B. Na komm, das kriegen wir hin. Das war sogar super. Und hops, rein mit euch. Und jetzt wird gerodelt. Bobmäßig geht's den Berg hinunter. Im Winterfeeling hier. Ja. Ach so, man kann hier ein bisschen tunen, wenn man in die gleiche Richtung fährt hier. Ihr seht es vielleicht ein bisschen. Ja, ihr seht sogar voll. Hat richtig eng steht die Kamera diesmal. Ausnahmsweise. Boah, da geht's voll der Möhre runter den Berg. Ja, olympische Disziplinen im Winter. Ja, sind halt die olympischen Winterspiele in Sochi. Waren das die Sochi-Spiele? In Vancouver war's. Vancouver 2010. Schon so alt. Und hat mittlerweile auch andere olympische Spiele. So, wir wollen auf den ersten Platz, deshalb müssen wir hier mal ein bisschen tunen und ja nicht gegenfahren. Ein bisschen beschleunigen, nicht tunen. Ah, ein Unfall. Sollte nicht passieren. Ja, auch das mal wieder angetestet. Wir sind wahrscheinlich letzter oder was. Mal schauen. Mit 150 km/h durchs Ziel. Ja, könnte schlechter. Zweiter Platz. Ja. Okay, bin ich mit einverstanden. Kann ich mitleben. Nächstes Spiel. Eiskunstlauf. Naja, das finde ich doch spitze hier. Weiter zur Disziplin. Dann können wir uns jetzt eine schöne weihnachtliche Musik aussuchen. Der Nussknacker. Carmen. Das klingt wie ein Marsch. Das klingt wie ein Marsch. Die Fledermaus.
Bam, bam, bam. Ihr könnt euch vorstellen, was ich nehme. Es ist Advent. Bald ist Weihnachten. I choose this. Sogar leicht. Warte, ich brauche den unteren Bildschirm. Und mit meinem Griffel muss das ja machen. Uah. Das, als ob das nicht schon schlimm genug wäre. Ich sehe, das war mein dicken Griffel drauf. Ich muss ja mit der Hand verfolgen hier. Ich habe meinen Stift verloren, habe ich das schon mal gesagt hier. So muss ich jetzt hier mit dem Griffel. Ja, gut. Schön, dass ich es zweimal ausgesucht habe. Das ist natürlich perfekt, wenn man keinen Stift dabei hat. Ja. Auf jeden Fall traumhaft die Musik hier. In jedem Spiel. No way. Genau. Ja, ich krieg einfach nur ein Bild drauf rum. Na gut, das war gut. Naja, naja. Die Musik ist gut, aber ich bin schlecht. Das reicht niemals für den ersten. Vorbei. Erster Platz wird das niemals. Ja, das habe ich ganz gerne gespielt. Und drehen. Zack. Na, das war ja schlecht als recht. Da gibt es ein paar Punkte und ich bin Vierter. Natürlich. Was denn auch sonst? Wir schauen es uns nochmal an. Die Wiederholung. Das muss ja ordentlich scheiße ausgesehen haben. Ja. So schlecht sah es gar nicht aus. Ja, ordentlich. Na, na, ja, okay. Es hätte besser gehen können. Na, sieht eher bescheiden aus. Ich bin der Richter. Der Dingensrichter. Ja. Ein Eiskunstläufer ist das nicht. Ein professioneller Eiskunstläufer wird es aus dem bestimmt nicht, aber boah, für den Anfang nicht sehr schlecht. Oha! Oha! War so schlecht. Ja, sieht nicht sehr elegant aus. Ich hau da ordentlich drauf. Der macht kaum was. Ja, Nein, ich war nicht betrunken. Ich hab das einfach so gemacht. Nö, fährt einfach weiter. Macht keine Kunststücke. Alter. Das war ordentlich bescheiden. Und der Endsprint hier, der Enddreher. Ja. Super. Und jetzt stehen bleiben, nicht stolpern. Oh, stolpert. So viel dazu. Die nächste Disziplin. Der ultimative Eiskunstlauf. Und da haben wir hier die Mario Medley. Die Sonic Medley. Die Mario und Sonic Musik. Am leichtesten ist natürlich das, also. Ja. Wir haben ja gerade eben meine Skills gesehen, also ja. Dann werde ich wohl das hier nehmen müssen. Die Mario Medley. Oh, Sonnenkringe einsammeln. Das wird ein bisschen traumhaft, ja. Das konnte ich, glaube ich, auch besser. Wow. Au, das habe ich verfehlt. Hätte ich eigentlich gekonnt, das hätte eigentlich geklappt. Münzen einsammeln. Nein, das sind keine Münzen, Ringe. Schön retro hier. Nein, das ist nicht retro, damals war das noch modern hier. Gumbas besiegen. Ja, gut. Mehr als gut kriege ich auch nicht hin. Hoch hier. 1, 2, 3, 4. Ah! Schon wieder verfehlt. So ein Mist hier aber auch. Drehen. Ich konnte das mal wirklich früher. Sehr gut hier. Vor allem die Traumdisziplin hier.
Super, ja, das war sogar schon super. Ich wünschte, ich könnte es euch zeigen. Hier noch ein paar Münzen einsammeln hier. Achtung, Boss, es gibt nachher Punkte hier. Boss, ein Goomba. Ach, ich kann auch hier klicken. Ach so, die leuchtenden Dinger geben Attacke auf den Goomba. Wenn ich den nicht treffe, dann attackiert mich der Goomba. Oh, besser als vorher. Zack, 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 zack. Da, 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 da. Wobei, ich fand Nussknacker besser. Passend zur Weihnachtszeit. Jo, besiegt. Mal sehen, was diesmal wird. Platz 1, boah! Der Wahnsinn. Schauen wir es uns nochmal an. Na komm, gerade beim Eiskunstlauf müssen wir uns das nochmal angucken. Hui, da geht's hoch. Hui, da geht's nochmal hoch. Und, ah, verkackt. Hm. Da macht er mal seine Mario Moves. Schön um die Ringe rumherum. Ja, nicht schlecht. Komm, was beiseite kicken. Und weiter geht's. Und rauf. So sieht das im Traum aus, das Eiskunstlaufen. Oh, versaut. Ah. Da wird sich nochmal gedreht. Hier, ordentlich im Kreis. Wie ich das wohl geschafft habe, Erster zu werden. Ja, im echten Leben wäre das niemals ein erster Platz gewesen. Da müssen sich wohl die anderen sehr viel schlechter verhalten haben. Sehr viel schlechter benommen haben auf dem Eis. Und da kam der Boss. Goomba besiegen. Dauern besiegt. Spitze. Und aktuell bin ich natürlich auf Rang 2 der besten Liste insgesamt. Hier im ersten, in diesem Spiel habe ich natürlich Platz 1 bekommen. Das nächste Spiel, Feuerball Bob. Ja, auch eine Traumdisziplin. Weiter geht's. Das habe ich auch geliebt. Na dann, testen wir das mal mit Sonic. Zu zweit. Zweimal Bob, zweimal Eiskunstlauf haben wir heute schon gemacht. Und das macht ordentlich Spaß beim Spielen. Nice. Achso, hier muss man wieder die Taktik hier nutzen. Nicht durch die Schneemänner reisen hier. R drücken. Hier muss man es aufladen hier. Wir müssen Erster sein. Wir wollen der Allerbeste sein. Nein, falsches Spiel. Hier wird man auch aufgeladen. Unfall! Ich bin aus dem Spiel rausgekommen. Hab das zu wenig gespielt. Ja, hab es im letzten Jahr nicht gespielt. Lange her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Hier im Tunnel. Nicht erdrücken, weil sonst kommt man an die Wand, wollte ich gerade sagen. Aber ich komme doch trotzdem an die Wand. Und die Herzen laden einen immer wieder auf. Das ist doch gut. Ich bin immer noch Erster. In den Herzentunnel. In dem anderen könnte man Beschleunigung kriegen. Ja, hätte ich mal den Beschleunigungstunnel gewählt. Egal, ich bin sowieso Erster. Die anderen hängen weit zurück. Das sieht man auf der unteren Karte, die ich jetzt leider nicht einblenden kann. Ja, schade. Sehr weit zurück sind wohl leichte Gegner. Ja, super Turbo. So sind wir mal den Turbo-Gang gegangen. Turbo. Und keine Turbo-Münze erhalten. Und nochmal volle Pulle. 240 km/h. Boah, der rennt aber schnell hier. Der Bot. Und schon sind wir auf 120. Boah. Das läuft hier aber schnell. Bus muss stehen bleiben. Oh, volle Power durch ins Ziel und da ist am Ziel. Ja, nice. In einer Minute 33 und 262 Millisekunden an. Haben wir es geschafft, Erster zu werden. Nächste Sache. Das war Feuerball Bob. Und die letzte Disziplin. Ich hörte hier Biathlon. Unbedingt. Das müssen wir uns auch noch antun. Na denn, wie ging das nochmal? Wie Mario Kart starten. Die ordentlich A-Taste spammen hier. Na komm.
hinauf. Ah, ich weiß noch, als hätte ich es gestern gespielt. Nicht spielen. Nein, ich habe es gestern tatsächlich nicht gespielt. Auch wenn das meistens so ist, wenn ich sage, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Oha, da überholen mich schon die Nächsten. Mario! Ich werde dich nicht siegen lassen. Oh, jetzt wird geschossen. Na komm. Zack. Ah, daneben. Ah, zack. So, ins nächste Loch. Da gibt es Strafe für, wenn man verfehlt. Sehr viel für mich. Joa. Zeltstrafe. Uha. Wir müssen jetzt abarbeiten hier. Und Mario überholt uns schon. Ah. Das sind nur noch 3 Runden hier. Nicht richtig hier. Wir müssen Mario wieder aufholen. Mario. Ich werde dich nicht siegen lassen. Ich werde dich nur siegen lassen, wenn ich dich spiele. Uha. Ach, dafür ist das Herz. Gut. Für die Ausdauer. Und Bowser zieht an mir vorbei. Nein, was für einer. Was für eine Schande. Na komm. Na komm. Wir müssen besser zielen. Das erste haben wir schon. Und das zweite. Und das dritte. Beim Biathlon muss man gut rennen und gut schießen können. Und das letzte. Nice. Super. Habe ich alle geschafft. Trotzdem eine kleine Zeitstrafe. Na komm, Sprintbonus. Mit X aktiviere ich den. Und ich springe dann allen vorbei hier auf und wieder runter. Nice. So, jetzt bin ich wieder Erster. Vergeig's nicht. Vergeig's nicht, Shadow. Du bist Erster. Komm mit ins Ziel. Nice, ich bin Erster. Ja. Dritte Runde. Erster. Na, das ist doch ein super Ende für diesen Part. Haben wir uns irgendwie durchgeschummelt. Biathlon bestanden. Messer auf dem ersten Platz. Ich. Nein, erstmal auf den letzten Platz. Bowser, der ärgert sich ordentlich, dass er letzter Platz ist. Mal wieder. Bowser Junior auf dem dritten Platz. Ja, sein. Wie der Vater, so der Sohn. Mario auf dem verdienten zweiten Platz. Und auf dem ersten Platz. Ja, meine Wenigkeit. Da habe ich es mal wieder geschafft, Erster zu werden. Spitzenklasse. Dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Sollte euch dieser Adventskalender natürlich gefallen haben. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, bis morgen, dann geht's weiter im nächsten Part. Oder im nächsten Video. Mal sehen, was kommt. Freut euch auf morgen. Man sieht sich. Bis dann. Gehabt euch wohl. Haut drinne. Ciao, ciao. Der Sieger verabschiedet sich.